und erteile als erstes das Wort dem Kollegen Lenders, FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Wir haben mit dem Riederwaldtunnel ein Straßenbauprojekt, was sich schon seit Anfang der 60er Jahre in der Diskussion befindet. Und an dieser Stelle geht es um nicht mehr und nicht weniger um eine vernünftige Verkehrsanbindung zwischen dem osthessischen Raum und der Umfahrung von Frankfurt von Osten nach Norden zu bekommen. Meine Damen und Herren, es geht am Ende auch darum, um Menschen von Durchgangsverkehren in Frankfurt, die wirklich stark belastet sind, zu entlasten. Wir haben Verkehrsprognosen in 2015 im Süden von Frankfurt auf den Autobahnen von rund 86.000 Fahrzeugen im Jahr und am Erlenbruch eine stark belastete Straße, 13.500 Fahrzeuge jedes Jahr. Wer dort unten mal langfährt auf dieser Straße und sich vorstellt, dass diese Straße einmal saniert werden soll, stellt sich ernsthaft die Frage, kollabiert dann der Verkehr in Frankfurt? Und natürlich suchen sich die Verkehrsteilnehmer, wenn sie hören in den Verkehrsmeldungen, dass die südlichen Umfahrungen, die Autobahnen zu sind, versuchen sie auch, die Wege dort in Frankfurt zu finden. Meine Damen und Herren, wenn dieses Verkehrsprojekt Riederwaldtunnel sich noch länger verzögert, als ohnehin es schon lange gedauert hat, ist das eben ein Schlag in das Gesicht der Bürgerinnen und Bürger dort vor Ort. Meine Damen und Herren, wenn man sich die Geschichte anschaut, es sollte bereits 1974 mit dem Baubeginn angefangen werden. Und Sie kommen ja gleich dran, nur ein bisschen Geduld. Ich habe Ihnen ja auch gar nicht einen Vorwurf daraus drehen wollen, Herr Staatsminister Al-Wazir, dass Sie an dem Baubeginn 1974 noch nicht teilhaben konnten. Also so weit geht Ihr Einfluss ja dann noch nicht. Aber, meine Damen und Herren, dass diese Verzögerung, also über 50 Jahre alten Lückenschluss, endlich mal vorangetrieben wird, da haben eben sehr viele Klagen auch dazu geführt, Klagen, die sich dort mit Lärmschutzmaßnahmen beschäftigt haben. Da ging es eigentlich nie um die Sache an sich, sondern immer die Frage, wie können wir die Bürger ausreichend schützen. Meine Damen und Herren, und dann ist es halt nun mal so, Prognosen sind immer schwierig, vor allen Dingen, wenn sie sich mit der Zukunft beschäftigen. Das ist aber auch bei Verkehrsprognosen so. Und meine Damen und Herren, Verkehrsprognosen, eine Straße wird immer dann gebaut, wenn diese Verkehrsprognosen den Bedarf dafür hergeben. Und dann wird eben entsprechend auch in die Zukunft geschaut, wie wird sich der Verkehr dort entwickeln. Und da werden entsprechende Lärmschutzmaßnahmen dann auch ergriffen und im Planfeststellungsverfahren dann auch berücksichtigt. Und wenn jetzt die Meldungen kommen aus dem Wirtschaftsministerium, dass man das überprüfen will, ob die Entwicklung, die Verkehrsprognosen, weil ja es immer mehr Menschen gibt in Frankfurt, das ist keine neue Erkenntnis. Dass wir immer mehr Menschen in Frankfurt haben, ist keine neue Erkenntnis, Herr Al-Wazir. Und dass Sie daraufhin jetzt die Lärmschutzmaßnahmen darauf überprüfen lassen wollen, sogar davon reden, ein neues Offenlegungsverfahren in Gang setzen zu wollen, das ist dann wirklich ein Schlag ins Kontor. Die Begründung dafür bleiben Sie halt nun mal schuldig. Meine Damen und Herren, ich kann mich da der Kritik, die die SPD in Frankfurt geäußert hat, nur anschließen. Die sagen, eine neue Offenlegung ist überhaupt nicht notwendig. Würde es tatsächlich um den Lärmschutz gehen am Autobahndreieck, dann könnte man tatsächlich die Lärmschutzwände anpassen. Da brauche ich keine neue Offenlegung. Und Sie müssen mir mal auch erklären,
in einem Tunnel, in einem geschlossenen System, wie Sie dort über gestiegene Verkehrsprognosen, die Sie ja dann scheinbar erwarten, dann neue Lärmemissionen erwarten. Meine Damen und Herren, das ist ein Tunnel. Der Lärm bleibt in diesem Tunnel drin. Dafür bauen wir diesen Tunnel. Und dass man dann am Ende dazu kommen kann, vielleicht auf die Idee kommen kann, dass diese zweite Offenlegung oder diese neue Offenlegung ein ähnliches Verfahren ist wie beim Terminal 3, den Menschen vor Ort quasi zu suggerieren, wir können dort etwas ändern, wir haben etwas, was wir noch nicht überprüft haben, den Bedarf noch nicht überprüft haben, meine Damen und Herren. Das ist ein Stück weit auch den Menschen dann Sand in die Augen getrieben. Und man muss dann schon mal fragen, ob das Konzept wird bei Ihnen. Also der Verdacht liegt nahe, Herr Al-Wazir, Sie können das gleich ausräumen. Der Verdacht liegt nahe, dass Sie hinter die Kommunalwahlen kommen wollen in Frankfurt, weil die Frankfurter Grünen nie für dieses Projekt waren. Nie für dieses Projekt waren. Da sind Sie sich zumindest stringent. Aber Herr Al-Wazir, Sie verkaufen sich gerne hier vorne als der bessere Straßenbauminister. Sie verkaufen sich gerne als die besseren Straßenbauminister als Posch und Rentsch, als alle FDP-Minister quasi zusammen. Eigentlich wären Sie auch am liebsten der beste Straßenbauminister, den dieses Land jemals gesehen hat. Hartes Schicksal für einen Grünen. Sie können es gleich gerne wieder hier korrigieren, aber Herr Al-Wazir, wir verlangen dann von Ihnen hier auch ein klares Bekenntnis zu dem Projekt Riederwald. Geben Sie eine ernsthafte Begründung, warum Sie eine neue Offenlegung wollen. Sagen Sie, nennen Sie die Gründe, was Sie dazu bewegt hat, jetzt im Moment so ein neues Verfahren anzustoßen. Und da müssen Sie ja sagen, Herr Al-Wazir, Sie bekennen sich ganz klar zu dem Projekt Riederwald und zu den anderen Straßenbauprojekten hier in Hessen. Herr Al-Wazir, dass man dort eine gewisse Blockadehaltung spürt. Und Sie werden sagen, es gibt ja keine Blockadehaltung. Sie sind ja der weltbeste Straßenbauminister. Es gibt keine Blockadehaltung der Grünen. Das müssen Sie uns dann erklären, wenn Sie sagen, dass Neubau in Hessen nicht mehr stattfindet. Wenn etwas eine Blockadehaltung ist, dann diesen Paradigmenwechsel, den Sie in Hessen durchgesetzt haben, zu verantworten haben, dass Sie Neubaumaßnahmen nicht mehr machen wollen, das unter alles unter dem Aspekt Sanierungsoffensive wegnuscheln wollen und den Menschen, die von Verkehrslärm, von Durchgangsverkehren belastet sind, einen Bärendienst erwiesen. Auch die Menschen haben Recht auf Umweltschutz, Naturschutz und auf ihre Rechte, dass man ihre Interessen auch ernst nimmt, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächstes